Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch heute zeigen möchte, wie ihr das Spiel Far Cry 5 kostenlos bekommen könnt. Ihr geht zunächst auf den Link in der Videobeschreibung und dann noch im Browser und gebt dort in der URL-Zelle ein cracked-games.org. Wenn ihr auf der Webseite seid, solltet ihr das Spiel relativ weit oben finden. Falls ihr es hier oben nicht finden können solltet, könnt ihr einfach über die Suche hier oben rechts suchen. In dem Fall haben wir es hier relativ weit oben, klicken dort einfach drauf. Und wenn wir dann hier auf der Beitragsseite sind, scrollen wir einfach ein wenig runter und können uns dann das Spiel entweder über mega.nz Upload Heaven oder über eine Torrent-File herunterladen. Das überlasse ich euch. Bei mega.nz empfehle ich euch, das Video in der Videobeschreibung anzuschauen, was ich euch da verlinkt habe. Denn ihr habt bei Mega, wenn ihr keinen Premium-Account habt, normalerweise nur 5 bis 10 GB Traffic oder Datenvolumen. Und mit dem Video, was ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, zeige ich euch, wie ihr das umgehen könnt. Ansonsten, wenn euch das so kompliziert ist, könnt ihr es auch einfach über Upload Heaven machen, dauert halt nur ein bisschen länger, aber ja, dafür ist es halt for free. Ich habe die File schon im Vorhinein gedownloadet, um euch und mir an der Stelle die Wartezeit zu ersparen, deswegen gehe ich davon aus, dass ihr euch das Ganze schon heruntergeladen habt und wenn es der Fall ist, könnt ihr euren Browser schließen, geht in euer Downloads-Verzeichnis, dort solltet ihr dann hier dieses Archiv heruntergeladen haben, dort macht ihr einfach rechts drauf, klickt auf Entpacken und dann entpackt das Ganze. Nachdem ihr das Archiv dann entpackt habt, das kann ein bisschen dauern, das sind genau 40 GB, geht ihr einfach in den Ordner rein und dort befindet sich dann eine ISO-Datei drin, die könnt ihr ab Windows 8 problemlos per Doppelklick öffnen. Falls ihr noch ein älteres Betriebssystem Windows 8 haben solltet, benötigt ihr noch ein externes Programm, mit dem ihr ISO-Dateien einbinden könnt. Falls ihr nicht genau wisst, wo ihr ein solches Programm findet, findet ihr in der Videobeschreibung eine Verlinkung zu einem solchen Programm. Das könnt ihr euch dann kostenlos herunterladen und installieren. Und dann könnt ihr auf diese ISO-Datei einfach Doppelklick drauf machen. Dann wird die eingebunden und dort haben wir doch mal einige Files. Da füllen wir zunächst dieses Setup hier aus. Also machen dort einfach Doppelklick drauf. Dann sollte sich hier dieser Installer öffnen. Da können wir dann unseren Installationspfad aussuchen. Also dahin soll das Spiel installiert werden. In dem Fall möchte ich das Ganze auf meiner zweiten Festplatte installieren. Das ist natürlich euch überlassen, wohin ihr das Ganze hin installieren wollt. Und Windows schlägt mir gerade vor, meine ältere Version zu löschen. Das möchte ich aber nicht. In dem Fall, wie gesagt, möchte ich das Ganze auf meiner zweiten Festplatte installieren. Und ja, nachdem ihr das hier eingestellt habt, klickt ihr einfach auf Next. Dann könnt ihr noch einstellen, ob ihr eine Verknüpfung im Startmenü haben wollt. Das möchte ich in dem Fall nicht. Das ist aber auch euch überlassen. Und hier könnt ihr noch einstellen, ob ihr eine Verknüpfung auf dem Desktop haben wollt. Das ist in dem Fall ganz sinnvoll. Da wir die später noch brauchen, also lasse ich hier einfach ein Häkchen dran, klicke auf Next, auf Install und dann wird das Ganze installiert. Nachdem das Setup dann installiert ist, das kann auch nochmal ein wenig dauern, je nachdem was für eine Festplatte ihr habt und wie schnell die ist, klickt ihr einfach auf Finish und jetzt ist es wichtig, dass wir das Spiel noch nicht starten, auch wenn wir schon die Verknüpfung auf unserem Desktop haben. Denn wir müssen das Ganze jetzt noch cracken, dafür machen wir Rechtsklick auf die erstellte Desktop-Verknüpfung, klicken auf Dateipfad öffnen, damit wir hier im Installationsort von Far Cry 5 landen und hier oben müssen wir wirklich schauen, dass wir hier in dem Hauptordner sind und nicht im Bin-Ordner. Und jetzt gehen wir nochmal in die ISO-Datei rein, also dort, wo wir vorhin das Setup ausgeführt haben, gehen dort in den Crackout-Ordner rein und dort ziehen wir dann einfach den Bin-Ordner rüber in den Installationsort, dort Dateien im Ziel ersetzen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir hier beide Fenster schließen und können dann das Spiel über die Verknüpfung auf unserem Desktop starten. Ich will jetzt kurz eine Stelle einen Cut reinhauen, weil wenn ich das Ganze jetzt starte, wird sich das bei mir im Vollbildmodus starten. Und da werdet ihr durch mein aktuelles Aufnahmeprogramm nichts sehen, beziehungsweise nur ein schwarzes Bild. Und damit das nicht der Fall ist, werde ich mein Aufnahmeprogramm jetzt switchen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Spiel. So, ich bin jetzt im Spiel drin, beziehungsweise ja, im Hauptmenü von Far Cry 5. Und ja, ihr könnt das Spiel jetzt kostenlos spielen. Ich persönlich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Spiel so gut gefällt, dass euch früher oder später ein Key dafür kauft. Es lohnt sich schon die Updates und für den Multiplayer, den ihr ja so halt nicht habt. Updates bekommt ihr zwar auch, aber die müsstet ihr halt immer wieder neu über die Cracked-Seite herunterladen. Und wenn ihr das Ganze euch bei Steam kauft, bekommt ihr die Updates automatisch über Steam. Aber das muss ich euch, glaube ich, gar nicht mehr erzählen. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schaut gerne mal auf der Seite cracked.chat vorbei. Das ist unsere neue Support-Seite. Leider wird unser Discord-Server mittlerweile täglich gelöscht. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, einfach eine eigene Support-Chat-Seite zu machen. Ja, da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr da Fragen oder sowas habt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen bzw. geholfen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, welche Spiele schrecklich Programme in Zukunft so auf dem Kanal bzw. auch der Webseite sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao.